Grüßt euch, kommen wir heute mal zur Leistungsaufnahme der PlayStation 5 Konsole und die ist gar nicht mal so hoch. Mit 256 Watt bei sehr leistungshungrigen Games wie God of War Ragnarök zum Beispiel und bei Spielen, die nicht so viel Leistung benötigen wie GTA oder Returnal, da seid ihr mit 228 Watt dabei, mindestens aber mit 208 Watt. Bei PlayStation 4 Titeln sieht das dagegen nochmal ein bisschen anders da aus, da seid ihr nur bis maximal 165 Watt, im Schnitt aber bei 142 und mindestens bei 102 Watt dabei. Im Dashboard seid ihr mit mindestens 83 Watt dabei, bei Filme schauen schon mit 87 Watt und wenn dann ein Spiel im Background läuft, dann sind es schon 130 Watt. Wenn die PlayStation 5 Konsole dann im Ruhezustand ist, dann sind es nur 8 Watt.